Ja, kommen wir zur Funktion Suchen und Ersetzen. Vielleicht erst einmal Suchen unter Bearbeiten Suchen. Da erscheint dann eine Suchleiste und hier kann man zum Beispiel sagen, ich suche nach dem Wort Gebäude. Und dann, wo ist es denn? Das findet er gar nicht. Heißt das Wort wahrscheinlich Gebäude? Ah, das gibt es. So, und ich kann jetzt natürlich auch sagen, er soll die Wörter nicht nur suchen, sondern auch gleich entsprechend ersetzen. Entweder über diese Schaltfläche hier oder bei Bearbeiten, Suchen, Ersetzen findet man hier ebenfalls dieses Fenster. Und hier kann ich jetzt auch eingeben, ich klicke hier nochmal, weil die Markierung ja schon gesetzt ist, klicke hier nochmal außerhalb. Hier habe ich das Wort Gebäuden und das möchte ich durch Häuser ersetzt haben. Und dann sage ich entweder bei der ersten Schaltfläche ersetzen. Davon passiert nämlich Folgendes. Erst wird das Wort gefunden, markiert und beim zweiten Klick wird es dann hier entsprechend ersetzt. Ich hätte auch sagen können, alle ersetzen. Dann habe ich aber vielleicht nicht die Kontrolle, was da jetzt genau ersetzt wird. Nehmen wir mal das Wort Hof her. Also wir haben hier nämlich den Hof und hier zum Beispiel Hofte. Wenn ich jetzt hier sagen würde, okay, mal das Wort, dass man das gleich wieder finden. Bisschen heller. Und hier dieses Hof. So, wenn wir jetzt hier nach Hof suchen und er soll das durch Innenhof ersetzen, genau. Und ich sage hier alle ersetzen, dann macht er natürlich aus Hofte Innenhofte und hier richtigerweise Innenhof. Allerdings kann ich das hier nicht brauchen. Hier muss man also aufpassen. Und ich habe hier noch die Rückmeldung, dass also zweimal der Suchbegriff ersetzt wurde.